Let's Play for Free World of Warplanes bei Sofa Gaming mit dem Kunran und mir, dem Sekka. Guten Tag zusammen. Folge Nummer 17 und wir sind immer noch dabei, XP zu sammeln für unsere Tier 5 Flugzeuge. Credits, ja, das ist weiß ich richtig. Gar nicht, wie es aussieht, aber ich glaube, das könnte locker reichen. Ja, also mir fehlen 100.000 Credits und ich glaube 7.000 Erfahrung. Ich denke, da werde ich vorher die Credits zusammen haben. Gut, dann bin ich dann wahrscheinlich schon bei Tier 6 angekommen, wenn du dann irgendwann mal so weit bist. Deine Sachen so drecksteuer sind. Ja, apropos drecksteuer, hier ist auch schon apropos einiges Tier 6. Teures am Start. Ja. Und der BVO spielt Neverwinter. Was es demnächst auch bei uns gibt. Ja, das ist ja auch ein Free-to-Play-Game. Das heißt, es fällt in dieselbe Kategorie wie hier World of Warplanes. Also, nicht vom Spieltyp her, aber in unsere Free-to-Play-Spalte. So ist das. Gibt es jetzt ja, die zweite Erweiterung. Und ich werde mir das Ganze mal angucken demnächst. Und ob du Zeit und Lust hast, werden wir dann sehen. Ach, ganz bestimmt. So, ja. Was machen wir denn so? Ich glaube, ich werde echt hier bleiben und hoffen, dass irgendwer vorbeikommt, der aufs Maul will. Vielleicht fliegst du ein bisschen höher und hier ins Landesinnere. Ja, ich bleibe auf jeden Fall im Landesinnere. Inneren. Unter dir bleibt, glaube ich, auch einer bei uns in der Base. Der kreist da jedenfalls schon. Ja, es macht einfach Sinn, wenn man so niedrig ist im Tier. Ja, ich sehe eigentlich auch keinen großen Sinn drin, dass ich hier groß wegfliege. Bei dir ist halt der Vorteil, deine Waffen müssen eigentlich stark genug sein, um das alles runterzuklatschen. Wenn ich dann drankomme, ja. Dann kann ich Schaden machen. Aber ich muss halt erstmal drankommen, ohne davor zerstört zu werden. Das ist das größere Problem. Schauen wir mal. Hoch genug bin ich. Was habe ich hier rechts eigentlich noch neben mir? Die BF-110E. Mit. Nochmal ein Stückchen schneller als ich. Von uns sind ganz schön viele hier in der Mitte. Ist da irgendwas bei euch schon auf der Seite aufgetaucht? Du kannst ein bisschen weiter gucken mit deinem Radar als ich. Nee. Ja, jetzt ist einer da. Wo denn und was? Zwar noch nicht. Ich unter noch uns sind die 40. Ich dive schon mal. Na, da soll ich da mit drauf gehen, ja, oder? Ja, kommt ein bisschen drauf an. Guck mal, was mit dem hier unter mir geht. Okay, der klatscht eh erstmal einfach nur in den Boden. Im Ernst? Ja. Ja, 40 ist im Boden geklatscht. Nice. Da oben ist ein Spitfire und eine LA. Guck mal, ob ich die Spitfire nehmen kann. Wenn du jetzt nicht fertig machst. Oh mein Gott. Weil die kommt mir ziemlich entgegen. Das war mal nicht so übel. Da hinten kommt der nächste. Die LA-5, die jagt unseren BF. Gott, ich fliege hier gerade ganz bescheuert an. Das Dumme ist nur, dass ich hier auf den Flak geschossen werde von unten. Pass auf, ich bin unter dir. Unter mir? Ja. Da. Gott. Die LA outturnt mich halt und auch mehr Speed als ich. Ja, ich. Aber sie möchte, glaube ich, mich haben eigentlich. Ja, möchte sie, weil sie weiß, dass sie mich nicht treffen kann. Jetzt will sie da in dieses Loch rein. Kriegst du sie? Ich muss hier gerade erstmal aufpassen, dass ich nicht rein. Ja, nice. Du hast sie quasi in das Ding geblockt. Hast du einen Flügel zerstört oder so von ihr? Ich weiß es nicht. Eigentlich. Sie ist jedenfalls gerade aus in die Wand geflogen. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie kritisch. Alter, die Flak. Wie übel das ist. Ich hätte keinen kritischen Jeder Hit, Treffer. 10 HP und so. Bei mir gerade hier. Im Ernst? Ja. Ich versuche gerade irgendwie aus Reichweite zu kommen. Aber. Stall Warning. Alter.
Wie übel das hier ist, ey. Versuche hier aus den MGs rauszukommen. Ja. Das war's, Mann. Keine Chance, Mann. Du kommst nicht wieder raus. Wenn du einmal drin bist da hinten, ist es richtig vorbei. Da hätte ich vielleicht zu Ende fliegen müssen durch diesen Gang da durch. Ja, da war es erstmal relativ ruhig, da kam man. Das wäre wahrscheinlich die einzige Möglichkeit gewesen, da irgendwie heil rauszukommen von da. Ja, das sieht ganz schön übel aus. Ja. Wo man sagen muss, es ist ja jetzt gar nicht so eindeutig. So eindeutig ist es nicht, aber es reicht leider. Weil das Problem, ich hatte hier alle vier Gegner. Weil gut, hier ist dann halt, die beiden sind auch noch aufgesplittet. Er hat sogar noch einen geholt. Ja, ja. Der Messerschmidt, das geht schon ab. Ich weiß nicht, ob er da von denen wegkommt. Ne, die P40 ist eigentlich schneller. Ne. Stützt sich aber runter. Und wenn der andere mal kommen würde, dann könnten sie das zu zweit eigentlich noch machen, glaube ich mal. Ja, der andere scheint, ich weiß nicht, ob der AFK ist oder so. Aber die Messerschmidt, der Typ kann auf jeden Fall fliegen. Macht das genau richtig mit den Schleifen, dass er Höhe holt. P40 versucht jetzt von unten ranzukommen. Oh mein Gott. Das ist echt das Problem, dass der andere nicht herkommt. Den kann man, denke ich, mal melden. Hier ist nur der andere. Das wird vorher der untere. Idle. AFK-Bot auf jeden Fall. Oder so. Schon schade, dass man so lange Runde verliert. Ich meine, das wäre natürlich mit dem letzten nicht unbedingt sicher, dass wir die gewinnen würden, aber man hätte auf jeden Fall noch eine Chance gehabt. Ja, eher als so jedenfalls, weil alleine kann der nichts machen. Ja, I'm nearly dead schreibt da, super. Ja, so verlieren wir auch. Ja. Ja, es ist schade, dass man solche dann im Spiel drin hat. Gab aber jedenfalls die Main-Credits für mich. Bei mir gar nicht. Ich habe irgendwie nach Abzug aller Sachen noch 5000 Credits gemacht. Naja. Ich bin wie 11.000. Keine so schöne Runde. Auch wenn ich den einen da schön, oder wir zusammen den einen schönen Berg gedrängt haben. Das war ziemlich geil, ne? Wie das aussah. Ja. Ich hatte mich auch gewundert, warum er auf einmal in den Berg reingeflogen ist. Also, wie gesagt, ich hatte eigentlich keine... Ziemlich weit rechts halt von Anfang an schon. Und wenn, wie gesagt, wenn du ihm halt irgendwas kaputt geschossen hast, irgendwie Heckruder oder halt einen Flügel, dann... Also normalerweise hat man dann ja eine Ansage für kritische Treffer und den hatte ich eigentlich nicht. Vielleicht ging es einher mit dem Zerstören. Also das... Das kann natürlich sein, dass es da untergegangen ist. Untergegangen ist, ja. So. Links, rechts? Rechts auf jeden Fall. Wahrscheinlich werde ich einfach hier ein bisschen abwarten. Ich kann jetzt übrigens auch Schrauben fliegen. Hast du das endlich eingestellt? Ja. Sehr gut. Sieht bei dir nicht ganz so elegant aus wie bei mir. Oh Gott. Was machst du da? In deine Richtung fliegen. Warum denn? In der Mitte sind irgendwie ganz schön viele Leute. Wenn ich das mal so sagen darf. Größere Problem war, dass ich mit dem Wegnetz abkollidieren muss. War.
mein Gott. Da bist du eigentlich hinter dir. Die müssen einfach aushalten, wenn die nur ein Tier höher sind, ey. Das ist krank. Sehe leider hier nichts, weil ich direkt in der Wolke drin bin. Warum treffen wir den da vorne nicht? Weiß ich, wenn ihr da nicht trifft. Wir haben irgendwie alle auf ihn getroffen. Und irgendwie hat ihn keiner getroffen, obwohl wir nah genug dran waren und... Okay, ich habe endlich die P36 runtergeholt. Mir hat es lange genug gelebt. Macht leider nichts in dieser Runde. Das tut man vielleicht noch. Sehr schön, das war ein guter Dive von mir. Und ich bin etwas hinter mir. Oder? Nee. Wird das sich anders überlegt? Wir dürfen nicht in der Blink, bitte. Achso, ich bin gar nicht da. Doch, ich glaub schon. Du da warst. Ja, du warst so meilenweit entfernt von mir. Ja, ich hab ja auch abgedreht. Der andere ist irgendwie bei C6, C7 in die Richtung. C6, C7, ah, da hinten. Da ist jedenfalls eben irgendwo ein Gebäude von uns zerstört worden. Also mein zweiter Kill in der Runde war ganz geil, da hab ich mich wirklich schön von oben hintergeschraubt. Okay. Ich war ja froh, dass ich die eine. Den einen Anflug überhaupt überlebt hatte, als da drei auf mich zugeflogen sind. Ach nein, TF, ich bin falsch. Du weißt schon den Unterschied zwischen C und H oder so? Ja, nur so. Irgendwie habe ich auf der anderen Seite was zerstört gesehen, aber das war, glaube ich, einer von uns, der was zerstört hat. Ja, weil, wie gesagt, leider nichts gemacht. Den habe ich wenigstens noch gesehen. Immerhin. Ich habe 4 Kills, das passt. 2000 XP. Ich habe zwar 4 beschädigt, aber ich habe gerade mal 528 Erfahrungen und das schon verdoppelt. Das ist ziemlich bitter. Ich habe sogar weniger Credits als in der verlorenen Runde davor gemacht, nach allen Abzügen. Sehr gut. 14.400 kostet mein anderer Flieger, also ich kann bald kaufen. Okay. Also an XP zumindest erstmal erforschen. Leider noch dauern. Ja, dafür kannst du jetzt hier mal die Premium-Runde auf deiner Lieblingskarte hinlegen, habe ich gehört. Auf jeden Fall. Mit den Tier 2 hier unter uns. Ich glaube, das ist dasselbe Team wie eben. Kann das. Nee, das eben war ein Tier 3, Tier 3, Tier 2 Team. Können dann wieder leid tun. Ja, ist halt nicht schlau, so anzumelden. Ja. Tut mir leid, aber ist halt so. Wenn man das einmal, muss man irgendwann noch merken. Das ist ein, der Große dann reinreißt. Große ja, Anführungszeichen. Das ist ein Tier 3. Der ja, Gegner, reicht halt. Ein Tier 3. Ich halte mich mal hier links. Weil die Hälfte der liegt start und nach rechts abdreht. Tja. Mal gucken, die haben ganz schön viel Ground Attack, wo man irgendwo einfach hier eventuell bleiben kann. Also auf der linken Seite sind ja verdammt viele Bodenziele von uns. Ja. Mal gucken. Ich bleib mir so ein bisschen mittig in dieser Wolkenfront. Das ist nicht gleich irgendwo ein Bergklatscher, aber der müsste unter mir sein. Ist auch. Das habe ich immer auf der anderen Map, die wir im niedrigen Tier geflogen sind, wo ich durch die Mitte fliege. So dieses, hoffentlich fliege ich nicht in den Berg, ich sehe nämlich gar nichts. B510E, die zu unserer Base durch oder so? Okay, warum nicht? Ja, der wirft echt Bomben auf unseren Base, ne, oder nicht? Das ist echt eine Verschwendung auf dem Flugzeug. Oh
mein Gott. Da ist noch einer auf unserer Basis. Versager, sagt er. Oh Gott, wo dreht er denn hinab? Kann man so machen, sollte man vielleicht nicht, aber... Vor mir flog auf einmal einer vor uns, von uns einfach nach. Okay. War das echt nicht so schlecht, auf unserer Basis ein bisschen aufzupassen. Schon mehrere Ziele bekämpfen können. Du bist irgendwie da ziemlich alleine, kann das sein? Ja. Und ich kann dir auch nicht wirklich helfen. Ich bitte, das ging müssen. Auch verdammt schnell. Irgendwie haben meine Waffen keinen Schaden gemacht an dem einen. Ich weiß nicht, auf was ich da geschossen hatte. Irgendwas, was von Anfang an kein Leben hatte, habe ich eigentlich einige Schüsse reingesetzt, aber hatte ohne Probleme überlebt, komischerweise. Okay. Jo. Na, da ein wenig ruhig geworden. Ja, wir haben halt den Kampf über unserer Base gewonnen und Ja, es sieht auch wieder so aus, als würden wir es gewinnen. Ich weiß ja nicht, was. Also unsere Bomber sind da durchgekommen. Weil wir jetzt nicht viele Bodenziele zerstört haben. Nee, das Hauptquartier, darum geht es ja eigentlich nur erstmal. Ja, gut, das stimmt natürlich. Dass wir halt nicht mehr den Nachteil mit der Flak haben. Gerade was hier sinnvoll wäre anzugreifen. Kann ich sagen. Die B-110, die will mich. Ja, ist nicht mein Freund. B-109 habe ich mir noch Kram. Die kommt. Aufpassen, dass ich die andere dann nicht direkt hinter dich setze. So, wo ist hier noch was? Da hinten ist die andere. Okay, das ist natürlich mega weit weg jetzt. Naja, 1200 Meter. Ja, wenn der jetzt hier eine Kurve fliegen könnte. Vorsicht unter dir. Ja, hatte ich im Auge. Deswegen bin ich da so komisch geflogen. Der andere klatscht ins Wasser. Den tut er nicht. Ja, überlebt. Irgendwas habe ich bei ihm auf jeden Fall kaputt gemacht. Aber mein Motor ist auch ein bisschen beschädigt. Alter. Ich glaube, sein Motor ist auch nicht mehr komplett ganz. Ja, dann habe ich seinen Motor eben geknackt. Haben wir noch den Assist für gekriegt. Ich habe einen Enemy Target gedamaged. Interessant. Die Runde war für mich sogar besser als die davor. Das ist natürlich ganz schön bitter. Ja, wir sind mit der Folge auch ziemlich durch. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas eigentlich kaufen kann oder einbauen möchte bei mir. Nö, nicht wirklich. Ja, dann danke erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und so. Ich werde mir dann wahrscheinlich schon nach ein oder zwei Runden mein neues Flugzeug kaufen können. Bis dann. Bis dann.